Tag und willkommen zum fünften Teil meines Let's Plays von Kingdom 80s Summer of Greed, einem storybasierten 2D-Strategiespiel von Fury Studios. Es ist die Fortsetzung der Kingdom-Reihe, in der es drei weitere Spiele gibt. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Untertiteln auf macOS. Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche gute Unterhaltung. Herzlich willkommen, willkommen zurück. Guten Abend, ich grüße. Wir sind hier quasi wieder einmal, zum zweiten Mal zusammengekommen für eine Runde Kingdom 80s. Das ist ein fröhliches Spiel von Raw Fury, heißt die Firma, glaube ich. Basierend auf den schon anderen Spielen der Kingdom-Reihe. Ich glaube, es sind drei. Es gibt das klassische Kingdom, es gibt Kingdom New Lands, es gibt Kingdom Two Crowns. Da gibt es auch noch ein DLC mit einem anderen Skin, Northlands. Die ist mehr so um nordische Mythologie. Die anderen Kingdom-Spiele, das war immer dasselbe Prinzip. Man spielt einen König oder eine Königin, man reitet zu Pferd nach links und rechts auf seinem fröhlichen Ross. Später im Spiel können es auch andere Reittiere sein, im weitesten Sinne. Man kann bereisen seine Welt und dieses Reich ist üblicherweise in so mehrere Level unterteilt. Und in diesem Level wird sozusagen die Mitte des Levels von uns als Königreich eingenommen und dann gibt es links und rechts jeweils böse Monstertore, aus denen böse Monster spawnen. Und die greifen uns dann an und wir haben die Aufgabe, unser Reich nach links und rechts auszudehnen. Und zwar nur mit einem einzigen Befehl, wenn man so will, einer einzigen Funktion, nämlich dem Aufsammeln und Abwerfen von Goldmünzen. Also ein sehr spannendes, ein sehr simples Konzept, das aber sehr spannend umgesetzt wurde, mit immer sehr viel mehr Komplexität in den späteren Folgen. Und der aktuelle Höhepunkt dieser Serie ist eben das Spiel Kingdom 80s, wo es nicht mehr im Mittelalter spielt und man nicht mehr König oder Königin ist, zumindest nicht im engeren Sinn, sondern man ist ein jugendlicher, fahrradfahrender Mensch in den 1980er Jahren und man hat eine Krone gefunden und es spielt so in Amerika in einem. Erst im letzten Level waren wir auf einem Campingplatz, jetzt sind wir in der Schule der Stadt, der städtischen Schule und es spielt so in einem Vorort, einer kleinen Stadt, wie auch immer. Wir werden das noch im Verlaufe sehen. Und der Unterschied oder der zentralste Unterschied dieses Spiels zu den anderen Teilen ist, dass es Zwischensequenzen gibt, dass eine Geschichte erzählt wird, dass die Level auch narrativ aufeinander aufbauen. Das war bei den anderen Teilen nicht der Fall und eben auch ganz viel Popkultur aus den 1980er Jahren referenziert wird, Dinge, die man eben doch wiedererkennen kann. Wie gesagt, beim letzten Mal haben wir uns dem ersten Level gewidmet. Das war ein relativ großer Kraftakt, denn es hat lange gedauert, länger als ich gedacht hatte zumindest. Wir haben aber auch auf schwer gespielt. Ich habe das ganze Ding schon mal durchgespielt auf normal. Das war relativ entspannt, würde ich sagen. Hat ungefähr 10, 12, 14 Stunden gedauert. Wie gesagt, war relativ entspannt und dieses Mal war es eben überhaupt gar nicht entspannt, muss man sagen. Nein, es hat schon auch Spaß gemacht, aber es dauerte eben sehr viel länger, als ich gedacht habe, das Spiel nochmal durchzuspielen. Und wir haben das erste Level geschafft, das heißt, wir sind im zweiten Level gelandet. Und das zweite Level, wie gesagt, ist hier in der Royal High School. Und wir haben einen Becher mit Geld und wir haben die Möglichkeit, dieses Geld, diese Goldmünzen, die wir hier sammeln, aufzugeben. Das sollten wir in der Tat insbesondere tun für Leute, die uns zur Verteidigung dienen. Wir haben hier ein Schild mit einem Bogen. Wenn wir da Geld ausgeben, wird ein Bogen hergestellt. Und dann haben wir Bogenschützen. Das sind hier die Bogenschützen. Unsere Bogenschützen. Und wir haben eine Welt, die besteht eben aus mehreren Einrichtungen, Häusern im weitesten Sinne. Läden natürlich, Parkanlagen hin und wieder. Und unsere Aufgabe ist es, hier zu schauen, zum Beispiel beim Spielplatz,
dass wir neue neues Fußvolk, möchte ich mal sagen. Neues Fußvolk rekrutieren. Und wenn wir das erfolgreich gemacht haben, dann können wir den Aufgaben zuordnen, zuteilen. So, dann sind wir hier in diesem Haus angekommen und da gibt es eine Zwischensequenz. Macht ihr uns keine Sorgen, uns passiert nichts, bleibt zu Hause, da ist es sicher. Wir lieben. Hört mal, Leute, ich werde euch nicht bitten, mitzukommen. Gut, du musst nämlich nicht bitten, wir retten sie, keine Frage. Das Einkaufszentrum ist nicht weit von hier entfernt, wir müssen nur durch die Stadt. Was bedeutet, dass wir die Brücke reparieren müssen? In Ordnung, reparieren wir sie. Dann geht's los. Okay, also wir haben ein bisschen Exposition geliefert bekommen. Wir wissen, die Eltern sind in der Mall, in der Einkaufszentrum, ich sag mal, gefangen. Wir wiederum sind eben hier an der Schule und müssen offensichtlich eine nahegelegene Brücke reparieren. Dafür müssen wir in der Regel hier noch im Level irgendwas anderes machen. Wir kommen aber sicherlich nicht so ganz einfach zu der Brücke hin, um die zu reparieren. Und wir werden definitiv auch wieder von Monstern angegriffen. Das ist der Regelfall. So, wir können jetzt gucken, was haben wir hier für Funktionen, was können wir hier freischalten. In aller Regel haben wir sowas wie Verteidigungsbarrieren. Das sind hier diese Dinger. Jetzt wird es nachts. Das bedeutet in der Regel, dass wir angegriffen werden. Von links und von rechts. Deswegen ist es gut, wenn man diese Barrieren errichtet hat. Man kann auch, so Bogenschützen erhöhte Türme und sowas errichten zur Verteidigung. Und später hat man noch die Möglichkeit, Roboter und sowas zu machen. Das kann man aber jetzt im Moment hier noch nicht. Wir können immer auch hier unsere Basis aufrüsten mit mehr Münzen. Und wir werden im Verlauf des Levels auch Dinge finden, die uns Münzen bringen. Also beispielsweise ein Schwimmbad oder was war noch? Ein Popcornladen, ein Kino oder so, wo wir dann hier unsere nicht angestellten unser Gefolge quasi verpflichten können, da zu arbeiten. Dann wird da entsprechend Umsatz gewirtschaftet und wir bekommen ein bisschen was davon zurück. So, das heißt, wir haben dann irgendwann, wenn wir uns entsprechend ausgebaut haben, ein hinreichend umfangreiches Einkommen. Das ist auch relativ wichtig, weil man dann eben kontinuierlich Geld ausgeben muss für Verteidigung. Und je weiter wir nach links und nach rechts expandieren, desto schwieriger wird es natürlich auch, alles irgendwie unter Kontrolle zu halten. Man muss dann schon gucken, hat man Kontrolle
Also bestimmte Dinge, wie zum Beispiel diesen Limonadenstand, können wir erst verwenden, wenn wir auf dieser Seite das freigeschaltet haben. Also wenn das im Rahmen unseres Gebiets ist. Hier wieder eine Zwischensequenz. Diesmal an der Arcade. Natürlich eine typische 80er-Jahre-Location. Hoffentlich bist du nicht gekommen, um mich ins Lager zurückzuschicken. Denn in diese Mückenhölle werde ich nicht zurückkehren. Wo du bist. Das ist ja super. Moment, ich muss nur meine Punkte speichern. Erledigt. Was ist? Lass mich raten, ihr müsst über die Brücke rüber, richtig? Das Problem ist nur, dass diese nicht identifizierten Lebensformen mir meine Technik geklaut haben. Wenn ihr mir zurückbringt, kann ich euch vielleicht helfen und mir auch. Manchmal ist es sehr viel Text in sehr kurzen Mengen. Und hier haben wir jetzt dieser bösen Tore. Böse, weil da nämlich die Monster rauskommen. Und das ist ganz schlecht für uns. Weil denen müssen wir möglichst ausweichen, sonst klauen die uns unser Geld. Und wenn wir kein Geld mehr haben, klauen sie uns unsere Krone und wir haben verloren. Das geht also im schweren Modus, haben wir beim letzten Mal gelernt, sehr, sehr schnell. Man glaubt das nicht, wie schnell das geht. So, wir müssen uns immer sozusagen der Reihe nach ausbreiten. Wir können nicht einfach mittendrin irgendwie diese Räume zerstören. Wir müssen immer von links nach rechts und von rechts nach links. Die Mäume, ne, hier, die können wir nicht frei machen, vernichten. Manchmal kann man so größere zusammenhängende 3-4 am Stück machen, aber häufiger ist es so, dass man erstmal einzelne Bäume wegmachen muss. Und das heißt, man wird also auch immer gebremst im Fortschritt. In einer gewissen Art und Weise. So, jetzt haben wir hier links relativ viel gemacht schon. Und rechts dafür auch gar nicht so viel. Das ist nicht so cool. Hier ist so ein Tor wieder. Das ist ein Problem, weil da müssen wir dieses Tor erstmal vernichten, bevor wir da an diesen Spielplatz drankommen, um da weiter Leute zu rekrutieren. Das leuchtet ein, dass das cool wäre, wenn wir das machen. Diese Barrieren können wir in mehreren Stufen ausbauen. Die einfachste Stufe sind natürlich sehr leicht auch zu zerstören. Und das ist dann so ein bisschen tendenziell auch ein Problem. Wenn da jetzt mehrere angreifen, kann es sein, dass wir nicht genug Pfeil und Bogen und Alternativen haben, um uns zu verteidigen, und dann zerstören die Barriere und kommen uns zu nahe. Das wollen wir vermeiden. Das hier schon, da kommen durchaus einige. Und es kommen am Anfang natürlich immer noch kleine Gruppen, die sind irgendwie gut zu managen. Das kriegt man noch hin, aber es wird schwieriger. Wir müssen eben definitiv da erstmal angreifen, bevor wir irgendeine Möglichkeit haben. Hier können wir jetzt so Anführer quasi generieren. Dafür müssen wir natürlich auch erstmal wieder Leute hier abholen. Also man sieht schon, im Moment ist das Nadelöhr eher die Tatsache, dass wir nicht so viele potenzielle Kandidaten haben, die wir bräuchten. Weniger eine Frage des Geldes im Moment. So, dann können wir hier wieder ein bisschen was wegmetern. Weiter kommen wir nicht.
Das ist schade. Genau, auch hier müssen wir dann immer Leute mit Hämmern hinschicken. Das wird nicht automatisch gemacht, sondern also das wird schon automatisch gemacht, die laufen da automatisch hin. Aber wenn wir nicht so viele haben, dann sind die eben auch dafür zuständig, dass unsere Barrieren gebaut werden, dass sie modernisiert werden. Und das ist dann schon wieder schwierig, weil wir eben nicht so viele haben. Ist also immer ein Stück weit auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Und hier sieht man jetzt, haben wir so einen Trupp. Das ist gut. Haben wir hier jemanden? Also wir können hier definitiv noch niemanden rekrutieren. Wir müssen erst dieses Tor zerstören. Wir können dieses Tor im Moment nicht zerstören, weil wir nicht genug angreifende Truppen hätten. Das wäre Selbstmord. Sag ich jetzt mal. So, ich würde aber denken, wir müssen hier unbedingt noch dieses Tor ausbauen. Dafür brauchen wir dann auch wieder hier Leute, die das machen können. Wir können übrigens natürlich hier ein bisschen langsamer und ein bisschen schneller mit dem fröhlichen Fahrrad fahren. Hier dieser Typ auf dem Rasenmäher ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinnere, einfach nur eine weitere Einnahmequelle für Geld. Er macht hier immer die Dings weg. Und das ist durchaus hilfreich. So, hier haben wir jetzt wieder, haben wir wieder nicht so weit ins Fortpflanzen können, dass wir hier einen neuen Bereich irgendwie aufmachen könnten. Man muss da echt auch ein bisschen strategisch rangehen. Naja. Und wie gesagt, im Moment, oder beziehungsweise generell habe ich das Gefühl, in diesem Teil ist das mit dem Geld verdienen sehr viel einfacher geworden als im vorherigen Teil. Das war teilweise schwierig, überhaupt irgendwie an Einnahmequellen zu kommen. Im Original Kingdom ist das immer mit Bauernhöfen und ähnlichem gelöst worden. Genau, und an diesen Spielplätzen werden automatisch, ich weiß gar nicht, alle zwei, ich glaube einer am Tag und oder so über den Daumen, werden ja, werden automatisch diese neuen Leute generiert. Da können wir also keinen Einfluss drauf nehmen. Man kann später im Spiel das, glaube ich, irgendwie beeinflussen, indem man so Hütten mietet oder baut. Aber an diesem Punkt haben wir jetzt hier noch keine Möglichkeit, da irgendwie Einfluss drauf zu nehmen. Wir können nur warten, dass einer auftaucht. Dann können wir den rekrutieren. Das jetzt hier auch gemacht habe. Jetzt haben wir wieder eine Nacht überlebt. Also wie man sieht, nachts werden wir immer angegriffen. Dann kommen aus diesen schon gesehenen Toren eben die Monster raus und wir müssen gucken, so, jetzt haben wir hier wieder drei Bäume markiert, da werden jetzt hoffentlich genau, werden jetzt hier hoffentlich Bauarbeitende kommen und den umnehmen. Und dann können wir uns zumindest nach links eben ein bisschen ausbreiten und hoffentlich da auch noch ein bisschen mehr Leute rekrutieren, weil das wirklich im Moment schwierig ist. Wir haben zu wenig Leute. Wir können immer noch ein bisschen aufrüsten. Das ist ganz praktisch. Wie gesagt, die Angriffe werden immer stärker und es ist beim letzten Mal schon relativ deutlich gewesen, dass hier in der schweren Schwierigkeitsstufe das doch nochmal ein gehöriges Stück anspruchsvoller ist. So, genau, hier haben wir jetzt wieder
Ja, das ist doch gut. Jetzt können wir hier... um mal unseren Bereich noch etwas ausweiten. Hoffe zumindest, dass wir das noch rechtzeitig schaffen. Ja, die müssen ja jetzt dann wieder hier hinlaufen. Dann haben wir aber auch hier diesen Limonadenstand, den wir übernehmen können. Das wiederum wird uns zu mehr Geld verhelfen, was aber wie gesagt ja momentan gar nicht das Problem ist. Wir haben ja genug Geld. Wir bräuchten eigentlich hier mehr Leute. Habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, finde die Musik sehr gelungen. Wirklich schön irgendwie orientiert sich so ein bisschen an 80er Jahre, Elektro teilweise. Aber einfach nett gemacht, finde ich. So, jetzt machen wir noch schnell eine Ausbaustufe. Ich hoffe, das schaffen wir. Und dann sollte es so sein, dass die Verteidigungs-Dings von hier genau, dann wird jetzt quasi unser Gelände erweitert und die Verteidigungstruppen müssten sich an diesem Ort hier positionieren. Und man sieht schon, wie viel mehr Leute jetzt hier angreifen. Wir können eben ein bisschen intervenieren, indem wir eben selber dazwischen gehen, ein bisschen Gold opfern im Zweifel, dass die aufhören oder dass die das Gold erstmal nach Hause bringen und dann nicht angreifen. Und das war jetzt hier schon, glaube ich, relativ knäpplich. Aber im Zweifel müssen die halt sich eigentlich selbst ständig verteidigen können. Das ist gar nicht so einfach. Haben wir hier nochmal einen Hammer gemacht. In der Hoffnung, dass uns das was bringen tut, ne? Oh, dann gucken wir mal. Hier sind jetzt sehr viele Dings. Ist auch gut. So, und jetzt können wir den Angriff gegen dieses Tor mit unterstützen, indem wir hier einen, was ist denn das hier? Nee. Was ist denn das? Irgendwo müssen wir jetzt eine Angriffstonne als Bastion quasi herstellen. Ich bin jetzt gerade unsicher, wo man das hier initiieren muss. Aber wir brauchen definitiv erst diese brauchen erst diese Tonne, um hier uns überhaupt für einen Angriff positionieren zu können. Ansonsten ist das alles für die Hose. Überlege ich, ob wir hier nochmal aufrüsten müssen. Und reicht unser Geld dafür? Ah ja, tatsächlich. Jetzt können wir uns hier so eine Tonne anschaffen. Jetzt haben wir so eine Tonne gebaut.
Und beim nächsten Mal, jetzt ist nachts, da würde ich nicht angreifen, weil wir wären ja schon angegriffen. Wir sammeln lieber ein bisschen Geld ein. Das scheint mir zielführend, ne? Dann versuchen wir hier diese Flanke noch zu verteidigen. Ein leichtes Ungleichgewicht. Ich habe das Gefühl, es sind rechts sehr viel mehr Leute, weil die auch wissen und weil wir da auch diese Schwertmeister hingeschickt haben, die da angreifen sollen. Das ist von der Grundidee eigentlich auch das, was ich haben wollte, aber dass die jetzt hier auf der Seite gar nicht mehr sind, ist schon uncool. Man sieht, dass der eine kann hier, die Spottkanone kann auch ganz effektiv Leute wegmetern. Die andere kann die nur zurückstoßen. Das ist auch besser als gar nichts, aber nicht so viel besser. So, jetzt haben wir aber hier, glaube ich, alles, was man so braucht. Das heißt, wir nehmen uns jetzt der rechten Seite an. Und versuchen, hier kommen schon unsere AngreiferInnen, versuchen da ein bisschen Unterstützung zu leisten. Jojo. Jeder Angriff, den wir machen und der erfolgreich verläuft, wird auch mit einem entsprechenden Gegenangriff beantwortet. Das kann also auch sehr schnell nach hinten losgehen, wenn man sich dann nicht verteidigen kann. Und man sieht das, wir haben jetzt hier diesen Verteidigungslösel eingebracht. Wir werden angegriffen. Beziehungsweise wir greifen an, aber wir werden auch angegriffen. Da kommen Monster, die sich erwehren. Aber wenn wir jetzt genug Pfeile erschießen, und mit ein bisschen Unterstützung, sollte es so sein, dass wir auch diesen Angriff ich glaube, das sieht gut aus. Schon schwierig, aber nicht unmöglich. So. Haben wir sie? Ja. So. Jetzt wird unsere Tonne erstmal wieder repariert. Wir sollten aber trotzdem mit der Tonne hier so ein bisschen ins Verteidigungsgebiet zurückkehren. Denn wir werden jetzt definitiv von beiden Seiten angegriffen. Was eigentlich heißt, dass wir nach links ausweichen müssten. Wenn ich das richtig sehe. So. Genau, jetzt haben wir wieder hier eine sehr viel stärkere Verteidigungslinie als auf der anderen Seite, in der Hoffnung, dass das aber trotzdem irgendwie klappt. Naja, wir können ja uns mal darüber begeben. Nicht, dass wir jetzt hier voll auf die Fresse kriegen. Auch das ist beim letzten Mal schon passiert. Wieder einmal können wir sagen, das Geldproblem ist kein Problem.
Während das Verteidigungsproblem, glaube ich, schon ein Problem ist. Die Arschlöcher. Da sind also offensichtlich doch auf der rechten Seite welche durchgebrochen. Das ist uncool. Da muss ich sagen, weiß ich tatsächlich auch nicht so richtig, was wir jetzt noch machen können. Ich hätte nicht erwartet, dass die auf der rechten Seite jetzt so stark sind. Ist offensichtlich auch nicht so, dass es jetzt Tag wird und die einfach da sind, beziehungsweise dann weg sind. Sondern es ist offensichtlich so, also ich weiß tatsächlich, in so einer Situation weiß ich noch nicht, war ich noch nie, weiß ich nicht so richtig. Wie wir darauf reagieren können. Also mit einem Pfeil sehe ich nicht so richtig, dass wir hier eine ernsthafte Verteidigung aufbauen können. Thank you.
kann eigentlich nur versuchen, so ähnlich wie wir das jetzt gerade gemacht haben, die so weit wegzujagen, wie es nur geht. So, und jetzt müssen wir gucken. Wir haben ein paar mehr. Möglichkeiten der Verteidigung, aber nicht so richtig geil. Oh, oh, oh. Okay, haben wir sie doch klein gekriegt. Oh, okay, haben wir die Nacht offenbar doch überlebt. Eine anstrengende Nacht war es. Also das war schon mehr Aufwand, als ich vermutet hatte. Es kann eigentlich nur noch abwärts gehen.
Ja, ihm müssen wir hier seine Technik wiederbringen. Das ist da hinten links. Dafür bräuchten wir aber auch erstmal wieder ein bisschen Ressourcen, würde ich sagen. Also ich glaube, wir haben jetzt erstmal auf beiden Seiten wieder eine einigermaßen funktionierende Verteidigung. Einigermaßen. Aber jetzt sieht man tatsächlich, also wir haben so ziemlich unser ganzes Geld ausgegeben. Ist nichts mehr da. Und wir haben im Moment auch keine guten funktionierenden Einnahmequellen. Von daher, alles nicht so einfach. Oder kommen wieder ein paar Bösewichte mit den langen Holzmessern. So, haben wir wieder eine Nacht überlebt. Schon rekrutiert. Gut. Man sieht, man kann hier nie genug Verteidigung haben. Jetzt haben wir die 8, das heißt, nach 7 Tagen wird hier immer, glaube ich, sind immer 7 Tage, wird eine Blutmondnacht gefeiert. Und das ist nochmal eine besondere Herausforderung, von der ich behaupten würde, dass wir im Moment dafür gar nicht vorbereitet sind. So, jetzt haben wir hier zwar die Einnahmequelle, aber das ist trotzdem eine sehr haarige Angelegenheit. Ein Blick auf die Uhr zeigt uns, dass wir eine erste Folge für heute fertig haben. Ich zeichne das ja hier immer fürs Let's Play später auf. Von daher sozusagen an dieser Stelle eine Episode zu Ende. Es geht in der nächsten Episode weiter. Wir sind immer noch im zweiten Level, wir spielen immer noch auf schwer. Mal gucken, ob wir es schaffen. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!